singe. Ich habe einfach kein Talent beim Singen und ich habe auch einfach kein musikalisches Gehör und bla 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 bla. Ja, kenne ich, habe ich oft gehört, weg damit. Drei falsche Gesangsmythen, die es gibt. Heute in diesem Video kläre ich auf all diese richtig falschen Techniken und Gesangsmythen. Mythos Nummer 1 ist, du musst ganz viel Luft holen, bevor du anfängst zu singen. Und Leute, ich kann euch nur eins sagen, wir sind nicht mehr im 18. Jahrhundert. Wir wissen mittlerweile schon in der Gesangswelt, man braucht nicht viel Luft. Man soll wirklich nicht inhalieren, als ob man jetzt gerade ins Planschbecken springt und dort irgendwie Perlen taucht für 6 Minuten. Nein, man soll eine moderate Menge an Luft haben. Eine gute Gesangstechnik bedeutet moderate Menge an Luft haben und nicht zu viel Luft. Wer bei mir im Unterricht ist, wer die anderen Videos schon kennt, weiß, das Übel kommt von zu viel Luft. Es ist ein Übergepäck für die Stimmbänder. Die Stimmbänder haben Probleme, sich zu schließen. Es herrscht ein Unterdruck, Überdruck. Und es ist halt wie so ein Gepäck, was du benutzt für die Stimmbänder. Und es ist, Stimmbänder werden einfach kollabieren, weil da einfach ein zu großer Unterdruck ist. Was wir wollen, ist eine moderate Menge und nicht unheimlich viel inhalieren. Man hat auch Probleme, hohe Töne zu treffen, weil man zu viel Luft hat. Leute, ich sag's immer wieder. Heute bin ich ein bisschen drauf, aber jetzt nochmal ganz klar, Leute, nein, moderate Menge an Luft ist the key. Nummer 2. Du musst jetzt richtig dein Zwerchfell anspannen, richtig Gas, richtig reindrücken. Ja, genau, als ob du beim Boxen bist. Oh je, als ich das mal gehört habe, als ob ich beim Boxen bin, da werden dir ganz viele Gesanglehrer, gerade auch im deutschen Raum, definitiv sagen, das ist aber nicht pädagogisch. Wir brauchen eine moderate Menge an Effort oder Engagement, sagt man im Englischen dazu. Das heißt, wir brauchen eine moderate Menge an Spannung, die von deinem Zwerchfell kommt, die von deinen anderen Muskeln kommt, deinen Bauchmuskeln, Rücken, was auch immer. Aber es kann einfach nicht sein, dass das wie mit Sport verglichen wird, weil beim Sport ist ein ganz anderer Mechanismus. Dazu ist ja immer hier an der Seite ein Buch, das heißt Complete Vocal Fitness. Und da geht es darum, dass man, wie gesagt, die Muskeln moderat trainiert und bestimmte Richtungen als Sänger, bestimmte Muskeln als Sänger. Das heißt, wer denkt, ich muss jetzt meinen Zwerchfell richtig hardcore anspannen, damit ich diesen einen Ton bekomme, der sollte unbedingt mal zu mir im Unterricht, zum Unterricht erscheinen, weil ich war leider auch genau dieser Typ, der immer richtig Druck gegeben hat vom Zwerchfell, wirklich wie beim Boxen. Und ich habe geboxt 3 Jahre in einem Verein und ich kann euch sagen, es ist es nicht. Das Gegenteil ist der Fall. Der Boxmechanismus und die Atmung, die man hat, ist eher eine Art von Schnappatmung. Das Zwerchfell ist ganz anders angespannt. Das hat mit Gesang nichts zu tun. Und ich kann euch hier wieder aus Erfahrung sagen, ich habe im 4. Semester einer Schauspielschule unterrichtet in Hamburg. Die Schülerinnen haben dort immer geboxt und sind danach zum Unterricht gekommen und die hatten richtig Probleme, weil es eine andere Art von Atmung ist. Das heißt also hier bitte darauf achten, moderate Menge an Spannung vom Zwerchfell, am Mitmachen, Engagement vom Zwerchfell. Ja, ich bin einfach nicht der geborene Sänger. Ich habe einfach kein Talent beim Singen und ich habe einfach kein musikalisches Gehör und bla 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 bla. Ja, kenne ich, habe ich oft gehört. Weg damit. Ja, beim Singen erlebe ich hier sehr oft Leute, die einfach nur gut und fleißig sind, die hart arbeiten und dann trotzdem dahin kommen. Meistens sind die Leute, die talentiert sind, ultra faul. Ich kenne es, ich sehe es schon wirklich seit 2012 immer wieder. Es hat nichts mit Talent zu tun, es hat einfach viel mehr mit harter Arbeit zu tun. Talent ist ja immer nur eine Prise, aber Talent ist ja subjektiv. Das heißt, du findest, dass Ariana Grande talentiert ist, dann würden 3 andere Leute sagen, nee, finde ich nicht so geil. Das heißt, wir können ja Talent eigentlich gar nicht richtig messen in dem Fall. Das, ne, Talent ist subjektiv, das ist so eine Prise, klar. Manche Leute sind talentierter für etwas, aber es gibt einfach Leute, die arbeiten einfach viel härter. Die machen jeden Tag ihre Übungen, die gehen zu Vocal Coaches, besuchen Workshops, Seminare, tun und machen und schaffen es dann einfach, ja. Ganz wichtig ist zu verstehen, wie bist du aufgewachsen, in welchem Haushalt bist du aufgewachsen, ist Musik immer ein Teil eures Haushalts gewesen, wurden dort Instrumente gespielt, was ist auch die Sprache, die du gelernt hast, mit der du aufgewachsen bist, ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Jede Sprache hat eine eigene Einstellung, Melodien, Betonung von Konsonanten, Vokale, nasalen Sounds, das ist ein ganz großer Faktor. Das heißt, das ist auch nur ein Mythos, den ich hier gerne heute non-technisch dranhängen möchte. Und zwar, nein, du brauchst kein Talent fürs Singen.
Das kommt dann alles schon in der Zeit, wenn du dich wirklich intensiv mit deinem Traum auseinandersetzt, wenn du singen lernen möchtest, dann wird das kommen. Glaub es mir, wirklich. Und wie gesagt, Mario Müller-Westerhagen oder Herbert Grönemeyer, in vielen Augen ist das einfach nur Krach. Stimmlich, weißt du. Und für andere, die finden es toll, weil es geht einfach um die Texte vielleicht, um die Musik als solches, um die Person. Also es sind so viele Aspekte, die einfach dort mitmachen. Schaut doch mal rein in mein Video, wo ich Google-Fragen beantworte. Das finde ich nämlich auch spannend. Dort gehe ich nämlich im richtigen Speed auf all diese Fragen ein, die es bei Google gibt. Und da gibt es echt verschiedene verrückte Fragen. Und hier könnt ihr mal in ein anderes Video reinschauen. Und schreibt mir doch mal in die Kommentare rein, was ihr gerne als nächstes sehen wollt. Ich sehe euch im nächsten Video. Hashtag starke Stimme, nicht nur auf der Bühne, sondern auch im Alltag.